Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchte ich ein Rätsel lösen bzw. eine Verwirrung entwirren, hoffentlich zumindest. Es geht nämlich um das Thema Salz. Ich kann es fast nicht mehr hören, aber es ist einfach so, so viele Experten hier bei uns im Studio. Der eine erzählt, möglichst kein Salz essen, die anderen sagen, möglichst wenig essen und die anderen sagen, so viel wie es geht, weil Salz ist gesund. So, ich stehe da Mitte, ich weiß auch nicht mehr jetzt, wie weiter, was ist richtig, was falsch. Sie, Ihnen geht's vielleicht genauso. Deshalb habe ich mir einen Herrn gesucht, der sich in Biochemie sowas von auskennt. Und Sie kennen den Herrn ganz bestimmt auch. Es ist der Dr. Heinz Reinwald und er ist mir live zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, lieber Heinz. Schön, dass du da bist und willkommen danke im Studio. Vorab Lorbeeren, aber lassen wir das, die Kirche mal im Dorf, unter den Blinden ist der einäugige König, sage ich immer. Also ich habe halt das nötige biochemische Wissen, das ich brauche für meinen Beruf und das ist vielleicht die wichtige Botschaft. Ja. Genau, also wenn nicht die Biochemie uns jetzt hier die richtige Antwort gibt, wer sonst? Bitte, leg mal los, ist jetzt der Salz giftig, ist es schädlich, nehme ich zu, bindet es Wasser, diese ganzen Märchen, du kennst es auch. Was ist jetzt wirklich Fakt? Müssen wir aufpassen mit Salzen? Ja, das ist jetzt so einfach, kann man das nicht beantworten. Zunächst wichtig ist, dass die salzarme Diät zu den großen Ernährungslügen der Schulmedizin gehört, so wie die Fettlüge, die Zuckerlüge, die Cholesterinlüge. Das sind alles methodisch, systematisch aufbereitete Verwirrungen, um uns in die Verkrankung zu führen. Ich habe ja in dem letzten Interview zum Thema Salz ausreichend die Details dargestellt. Vielleicht fangen wir dort oder machen wir dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und gehen ein bisschen noch ins Detail der Stoffwechselabläufe und wiederholen vielleicht noch ein paar wichtige Eckpunkte vom letzten Interview, wobei ich auch die Kritik, die sehr positiv ausgefallene Kritik der Zuhörerinnen und Zuhörer aufnehmen möchte. Vor allem was die Darstellung des ganzen Stoffwechselweges über den Bildschirm anbetrifft. Also das heißt, da können wir heute vielleicht noch ein bisschen, ich habe ein bisschen was vorbereitet, damit wir da mehr Klarheit auch mit dem Bild bekommen. Weil ein Bild sagt halt doch mehr als 1000 Worte und das hilft dann dem Verständnis auch schwieriger Stoffwechselabläufe ein bisschen. Zunächst mal ganz wichtig, die Nieren können bis zu 1,4 bis 1,6 Kilogramm Salz täglich filtrieren. Okay. Das sind bei 40% Natriumanteil immerhin über ein Pfund Natrium. Mhm. Na, also gesunde Nieren. Das Salz ist wesentlich am Flüssigkeitshaushalt beteiligt. Das ist richtig. Es ist beteiligt an der Steuerung des Blutvolumens. Es ist beteiligt am Blutdruck. Es ist ein Mengenmineral. Es ist beteiligt an der Verdauung. Ich denke jetzt nur an das Thema Kochsalzkreislauf und Natriumbicarbonatpuffer. Der wichtigste Blutpuffer in unserem Blutkreislauf mit über 75% Pufferkapazität ist über den Kochsalzkreislauf gesteuert. Dann haben wir das Thema, die Sexualität haben wir angesprochen gehabt das letzte Mal. Fortpflanzung. Ich habe den Bezug zu Aphrodite, zu den Mythen, die Meerschaumgeborene. Also das Verhältnis Natriumchlorid und Meerwasser. Wir haben das Thema Reizleiterweiterleitung besprochen. Wir haben das Thema Zell-Zell-Kommunikation besprochen. Und wenn man dann sieht, dass die Schulmedizin, bei all der Bedeutung von Salz, wenn dann die Schulmedizin einen Salzkonsum von maximal 2300 Milligramm, also zwischen 1500 und 2300 Milligramm empfiehlt, etwa bei Bluthochdruck oder bestimmten Herz-Kreislauf-Beschwerden, dann fragt man sich, was das soll. Denn im Grunde
ist ja die Erhöhung des Blutdrucks eine Stressantwort. Mhm. Und die Schulmedizin beantwortet diese Stressantwort mit einer Erhöhung der Stresssituation. Das heißt, eine biologisch sinnvolle Reaktion, nämlich die Blutdruckerhöhung, in diesem Fall durch Stress, welche Stressoren jetzt auch immer, das lassen wir mal dahingestellt. Da komme ich dann noch drauf, da habe ich auch das letzte Mal den wesentlichen Schuldigen in unserer Ernährung gesehen. Aber diese biologisch sinnvolle Reaktion wird dann über nur einen Teil eines Stressantwortsystems inhibiert, gehemmt. Und dieses Stressantwortsystem, das haben wir das letzte Mal auch angesprochen, das ist das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das ist ein neuroimmunologisch gesteuerter Mechanismus, der über die Hypophysen, Nebennieren-Nierenachse zur Erhöhung des Blutdrucks, zur Ausschüttung antidiuretischer, also Anti-Entwässerungshormone wie Aldosteron führt und damit zu Wassereinlagerung und Volumenspeicherung und Natriumretention in den Nieren. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass einer der ersten Wissenschaftsjournalisten, der das in Frage gestellt hat, Gary Taubes 1998 bereits war. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass inzwischen reichlich Publikationen zu diesem Thema da sind und die Frage gestellt worden ist, was, wenn nicht zu viel, sondern zu wenig Salz ungesund ist. Nicht? Welche Schäden erfolgen durch diesen salzarmen Stress? Und ich habe das letzte Mal erwähnt, das Thema Azotämie, also stickstoffhaltige Anreicherung von Substanzen im Harn. Ich habe Energiemangel, Nierenversagen, Appetit- und Libidoverlust, also hier wieder das Thema Aphrodite, ne, die Liebesgöttin, Bauchkrämpfe, Muskelzucken aufgrund der Störungen von Reizweiterleitungen und so weiter und so weiter dargestellt. Und ich denke, es macht Sinn, nochmal auf diesen RAS-Mechanismus etwas näher einzugehen, vor allem deshalb, weil inzwischen der über 100 Jahre nicht gelehrte zweite Teil dieses RAS-Mechanismus an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also ein zweiter Teil dieses RAS-Mechanismus, der bislang weder in der Schulmedizin gelehrt wurde, noch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt war. Und dieser zweite Teil des RAS-Mechanismus, das heißt die negative Feedback-Schlaufe dieses Regelkreissystems aus Renin, Angiotensin, Aldosteron, dieser zweite Teil, der wird jetzt plötzlich publik gemacht in den elitäreren wissenschaftlichen Kreisen, über das Thema der Corona-Pandemie. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das heißt, die Schulmedizin arbeitet an einem Regelkreis, der ihr nur zur Hälfte bekannt ist, dessen Bedeutung der Feedback-Schleife, dieses Stop-Loss der homöostatischen Regulation nur zur Hälfte bekannt war. Und bitteschön, es ist jedem selbst benommen, in Wikipedia nachzugucken. Es ist noch immer nicht die aktuelle Kenntnis der Wissenschaft, die seit 20 Jahren offen liegt, in öffentlichen Foren, geschweige denn in den Lehrbüchern oder in den Lehrstuben der schulmedizinischen Universitäten. Wenn man sich diese Katastrophe vor Augen hält, dann kann man sich vorstellen, was das als Folge im gesundheitlichen Bereich anrichtet. Und ich will jetzt vielleicht mal meinen Bildschirm tauschen und das vorführen. So,
Seht ihr den Bildschirm ja, komplett? Perfekt. Ich sehe diese Raskatskade, ja. Genau. Gucken wir vielleicht nochmal zu dem wesentlichen Ausgangspunkt meiner Forschungen. Als ich den Aufsatz von Gary Taubes aus dem Jahr 1998 entdeckt habe, die politische, in Klammern natürlich, Wissenschaft von über Salz. Und er hat damals diesen Rassmechanismus, diese Hintergründe noch nicht biochemisch entsprechend kommuniziert, wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und deswegen war er dann den Angriffen der schulmedizinischen Freischärler natürlich hilflos ausgeliefert. Trotzdem, Gary Taubes, der ja auch dieses berühmte Buch Good Calories, Bad Calories, ein 500-Seiten-Wälzer geschrieben hat, den es sich wirklich lohnt zu lesen, ist einer der führenden Wissenschaftsjournalisten der Vereinigten Staaten und Kolumnist der New York Times. Ich habe bin dann auch eingegangen, um das nochmal zu wiederholen, das letzte Mal auf das Buch Der Salzirrtum von Dr. Di Nicolantonio. Der Titel heißt im Englischen etwas klarer, die Fixierung auf Salz, warum die Experten alle falsch verstanden haben und warum mehr Salz zu essen möglicherweise dein Leben rettet. Nicht? Das ist schon ein aussagekräftiger Titel, den man im Deutschen eben nicht verwendet hat. Und dann habe ich noch auf das 500-Seiten-Werk von Derek Hunton, Herausgeber, The Hunger for Salt, um die Bedeutung des Salzkonsums, hier unten sieht man Affen, die Salz schürfen, oder auch hier Karawane in der Salzwüste, entsprechend, um die Bedeutung von Salz für alle Säuger nochmal hervorzuheben. Jetzt schauen wir uns mal die Rasskaskade in der klassischen Sicht, das heißt ohne das inzwischen neu hinzugekommene zweite wichtige Element für die homöostatische Gegenregulierung dieses Systems über die negative Feedbackschlaufe. Und das heißt dieses AC2. AC2 heißt Angiotensin konvertierendes Enzym. Ja, das heißt, es ist ein Enzym, das etwas spaltet in ein anderes Molekül. Entweder aufbauend oder abbauend. Und wir sehen hier oben, wenn ich hier mal mit der Maus hindeuten darf, sehen wir die Hypophyse, in Englisch Pituitary Gland. Und hier ist dann die Stressreaktion über die Nebennieren, was dann zu einer entsprechenden Ausschüttung von Renin und dass das Angiotensinogen, die Vorstufe von Angiotensin, umwandelnd in Angiotensin 1 und dann weiter in Angiotensin 2. Diese klassische Sicht habe ich hier nochmal etwas präzisiert, vereinfacht. Und wir sehen hier oben schon in der Spalte Aktivierung durch zu niedrigem Blutdruck, zu niedrigem Flüssigkeitshaushalt, zu wenig Salz. Und wir sehen natürlich Sympathikusaktivierung, Stress. Entsprechend bekommen wir Durst, weil Stresshormone steigen. Und entsprechend wird ein Hormon ausgeschüttet, das das Wasser zurückhält. Das ist hier dieses Aldosteron. Deswegen heißt es ja auch Renin-Angiotensin-Aldosteron-Kaskade. Und hier, dieses führt zu einer erhöhten Rückresorption von Natrium und Wasser. Das heißt, wir bekommen über diesen Mechanismus auch Ödeme und vermehrte Wassereinlagerung. Aber der Körper hat einen Grund, warum er Wasser einlagert. Und dieser Grund wird außer Acht gelassen. Und das sehen wir in der nächsten Folie. Nämlich das Thema zu hoher Zuckerspiegel, Hyperglykämie
und die über Insulin regulierten Nieren. Das zweite ist Proteinmangel, Hunger. Hunger ist eindeutig Stress für den Organismus. Wenn wir Proteinmangel haben, kommt es zu entsprechenden Hungerreaktionen über genau diese Hypophysen, Nebennieren, Nierenschleife des RAS-Mechanismus. Das heißt, das nächste, das habe ich schon gesagt, was außer Acht gelassen wurde, ist diese komplette negative Feedbackschleife über AC2. Das heißt, die komplette homöostatische Gegenregulierung, der Ausgleichsmechanismus. Den hat man überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Man ist einfach hergegangen und hat brachial entsprechende Inhibitoren als Medikamente verabreicht. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir den kompletten Regelkreis kennen, wie er inzwischen in der Top-Science bekannt ist, aber wie er noch immer nicht gelehrt wird, wie er noch immer nicht an der schulmedizinischen Fakultät gelehrt wird. Und das ist eine Katastrophe, wenn man das anschaut. Hier habe ich rot umrandet den klassischen RAS-Mechanismus mit entsprechender Gewebsverengung, erhöhtem Zellwachstum, Gewebeneubildung, bindegewebige Neubildungen, Stress, oxidativer Stress, Entzündung und natürlich hier unser den Wasserhaushalt regulierendes Anti-Entwässerungshormon. Nur das war bekannt. Und hier in der grün umrandeten Balken sehen Sie die Gegenregulation, wie gemerkt, die bisher nicht gelehrt wurde, nämlich über den Angiotensin-Converting-Enzym 2, der diese Angiotensin 2 und Angiotensin 1 wieder spaltet in andere Enzyme, die diese Gegenregulation einleiten, nämlich die Gefäßerweiterung, die Reduzierung der Zellproliferation, den Zelltod, den natürlichen Zelltod zum Aufräumen, die Natriumausscheidung. Also das Wasser wird dann wieder ausgeleitet, das vermehrt aufgrund von Stress und Einleitung einer Hungersituation beispielsweise oder einer Fehlernährung, Proteinmangel. Dann haben wir die Gehirndurchblutung, die Verbesserung von Gedächtnis. Beide Faktoren wirken ähnlich. Das haben wir hier. Und dieser ganze Regelkreis wurde überhaupt nicht über dieses AC2 in Betracht gezogen, obwohl es schon seit über 20 Jahren bekannt ist. Okay. Wenn wir nun bedenken, dass dieser RAS-Mechanismus nicht nur für Blutdruckregulierung und Flüssigkeitshaushalt zuständig ist, sondern im Grunde das gesamte oder die gesamte Immunantwort unseres Organismus auf der hormonellen Ebene reguliert, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Und das haben wir hier, denn diese Homöostase, dieses Gleichgewicht zwischen dem Fresszellensignalgebungen, zwischen der proentzündlichen Immunantwort und der antientzündlichen Immunantwort, der TH1 und der TH2, was ich hier unten abgebildet habe, proentzündlich, Tumorozyt, Antigenpräsentation und so weiter. Das ist in akuten Situationen genauso wichtig und nützlich wie die Gegenreaktion. Und beides zusammen hat man bislang nicht so über diesen RAS-Mechanismus zur Kenntnis genommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, das habe ich auch das letzte Mal gezeigt, aber leider waren die Bilder
nicht so gut sichtbar. Was passiert, wenn ich alleine eine Fehlernährung habe durch eine kohlenhydratreiche und proteininsuffiziente Diät? Ich habe eine negative Energiebilanz aufgrund der zu geringen Proteinaufnahme. Ich komme aufgrund dieser zu geringen Proteinaufnahme in eine negative Stickstoffbilanz, der wichtigste Anteil an den Aminosäuren zum Baustoffwechsel, und zwar zum kompletten Baustoffwechsel. Das hat zur Folge, dass ich Magermasse verliere. Das Körpergewicht sinkt über die Magermasse, nimmt aber zu über Wasser und Fett. Denn das bedeutet Stress. Und aufgrund dieser Stresssituation wird der Rassmechanismus in Gang gesetzt. Und den habe ich hier das letzte Mal schon gezeigt, wie dieser negative Energiebilanzzyklus, dieser negative Stickstoffbilanzzyklus sich auswirkt. Wir haben die Natriumspeicherung über die Renin-Angiotensin-1- und 2-Schiene. Wir haben die Ausschüttung des Anti-Entwässerungshormons Aldosteron und wir haben entsprechende Wasserspeicherung. Der Körper nimmt das als Hungersnot wahr. Proteinmangel ist Hungersnot. Auch Salzmangel ist Hungersnot. Entsprechend spart er die wichtigen Substanzen durch Natriumretention und lagert Wasser ein für Notzeiten. Es ist ein Notfallprogramm, das hier abläuft. Und die biologisch sinnvolle Antwort dieses Notfallprogramms wird durch die Schulmedizin konterkariert durch eine salzarme Diät zum Beispiel oder durch entsprechende Renin-Inhibitoren oder entsprechende andere Inhibitoren. Anstatt dass man hergeht und die Ursache beseitigt. Und ich habe das letzte Mal nochmal dieses Beispiel hier gezeigt. Aufgrund des Proteinmangels sinkt der osmotische Druck im Blut. Es sind zu wenig feste Stoffe wie Aminosäuren, Albumin, Proteine etc. im Blutstrom. Entsprechend erhöht der Körper aufgrund dieser Stresssituation den Blutdruck. Auf diese Weise gelangen Wasser und Natrium in den Blutstrom und von dort aufgrund des unterschiedlichen Druckgefüges, man nennt das kolloid-osmotischen Druck, gelangt dieses Wasser dann in die Zellzwischenräume, ebenso wie das Salz, und wird dort eingelagert. Das ist dann das, was wir als Ödeme wahrnehmen und im schlimmsten Fall dann die Hungerbäuche der Kinder aus Biafra. Und wohlgemerkt, dieser Mechanismus kann auch und gerade in Wohlstandsgesellschaften in Gang gesetzt werden, wenn es Fehl- und Mangelernährung hat. Und die haben wir. Wir essen Lebensmittel, die keine Inhaltsstoffe oder kaum mehr Inhaltsstoffe haben. Wir essen falsche Proteine, vorwiegend pflanzliche Proteine, anstelle von tierischen Proteinen, die eine bessere anabole Verfügbarkeit haben und bereitstellen. All diese Aspekte der Fehl- und Mangelernährung, ich denke dann jetzt bloß an Ältere, bei denen auch noch gewisse Isolation, Heimaufenthalte und so weiter dazwischen kommen. All diese Situationen führen im Grunde zu diesem Regelkreislauf. Schauen wir uns jetzt den Regelkreislauf in umgekehrter Variante an. Das heißt, erzeugen wir einen positiven Stickstoffbilanzzyklus, indem wir die Kohlenhydratmenge senken, indem wir die Proteinmenge optimieren, dann haben wir eine normale Proteinaufnahme. Es entsteht eine positive Stickstoffbilanz
Und unabhängig von der Kalorienmenge, das muss ich jetzt sagen, wird wieder die Magermasse aufgebaut. Und Magermasse, das sind nicht nur die Muskeln. Magermasse ist die gesamte Zellmasse unserer Organe und Gewebe. Und dazu gehört auch oder gehören auch die Zellanteile des Immunsystems. Bestehen alle Enzyme, Peptide, besteht alles aus Aminosäuren, sprich benötigen Stickstoff. Wenn ich das jetzt aus der Sicht des RAS-Mechanismus angucke, dann sagt der Körper ganz einfach, wow, Stress vorbei. Also der Ernährungsstress. Ich kann das Wasser wieder loslassen. Ich senke und jetzt beginnt der andere Regelkreis zu wirken. Die andere Seite, die TH2-Schiene, die M2-Schiene, Makrophagen-2-Schiene, die ACE2-Schiene, die dann entsprechend die gewebserweiternden Prozesse einleitet, die Aufräumprozesse einleitet, die Heilung einleitet. Und hier, was den Wasserhaushalt anbetrifft, entsteht ein umgekehrter osmotischer Druck. Das heißt, das Gefälle ist jetzt zugunsten der Blutstrombahn, weil dort wieder ausreichend feste Stoffe, Nährstoffe, Aminosäuren, Proteine vorhanden sind, die dazu führen, dass Gewebe Wasser aus den Zellzwischengeweben ausgelagert in den Blutstrom wieder in den Kreislauf des Blutstroms geführt und zur Ausscheidung gebracht. Auch Natrium wird dabei ausgeschieden. Und wir merken das ja bei meiner ketogenen Ernährung innerhalb von einer Woche bereits, wie enorme Mengen diese Leute dann über den Urin ausscheiden. Und ich sage meinen Patienten immer, bitte achtet auf eure Pinkelhäufigkeit. Daran erkennt ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass sich dieser RAS-Mechanismus, dieser Renin-Angiotensin, diese Stressantwort umkehrt in eine Befriedung, in eine Homöostase, in eine Rückregulation des Ganzen. Natürlich habe ich auch andere Stressoren als nur Proteinmangel und Hunger. Ich habe Stress durch zum Beispiel Maskentragen, Hypoxie, nicht? Ich habe Stress aufgrund von Angst. Wenn ich alleine die Leute mit der Maske sehe, habe ich schon unterbewusst ein Virus im Kopf. Das sind alles Stressoren, die natürlich auch dazu beitragen. Mobbing am Arbeitsplatz, seelische Probleme, Traumata. Das sind alles Stressoren, die ebenfalls diesen Regelmechanismus betreffen. Aber man kann nicht in diesen Regelmechanismus einfach eingreifen, ohne den anderen Teil zu kennen. Und das hat man getan in den letzten 50, 60 Jahren. Nicht? Und das ist eben die Stärke der Naturheilkunde, dass sie in Regelkreise insofern eingreift, als sie die körpereigene Homöostase unterstützt. Regulationsstarren versucht aufzulösen, Regulationshindernisse zu beseitigen und nicht blind, wütig, biologisch sinnvolle Reaktionen, auch wenn sie das nur kurzfristig sind, blockt oder entsprechend in die falsche Richtung lenkt. Natürlich ist dann, wenn ein akuter Notfall da ist, wenn ein Unfall da ist, diese Möglichkeit des Eingreifens ganz, ganz wichtig und kann lebensrettend sein. Aber bei chronischen Erkrankungen ist das Ganze völlig fehl am Platz. So, jetzt. Ich hatte ja nur eine ganz einfache Frage. Ja. Lieber Heinz, überraschend, deine Erklärung, und ich habe heute ganz viel verstanden, auch wenn es sehr kompliziert ist. Ich habe verstanden, dass Salz ist überhaupt gar nicht das Thema. Ob letztendlich, es geht um ganz was anderes.
Ja, und da tun wir uns alle sehr schwer, weil wir einfach wirklich ein katastrophales Halbwissen bisher gehabt haben. Es ist eigentlich eine Frage des anabolen Proteinbereiches und Salz. Das möchte ich jetzt nicht mischen. Das ist ein Teil einer möglichen Stresssituation, ja, der wir aber sehr, sehr häufig ausgesetzt sind, weil in unseren Gesellschaften aufgrund der schlechten Lebensmittelqualität häufig ein Proteinmangel da ist, den die Leute gar nicht wahrhaben, weil sie ständig irgendwelche Zuckerwaren in sich hineinstopfen, der das Ganze dann noch triggert über die Hyperglykämie und das zurück in den, nicht, wir wissen ja, Salz hat einen Stopploss, Fett hat einen Stopploss und Protein hat einen Sättigungspunkt, aber nicht Zucker. Zucker ist ein Teufelskreis, der nie aufhört zu schwingen. Immer wenn ich Zucker esse und Kohlenhydrate, habe ich Stress und komme in die Hyperglykämie und dann sofort in die insulinäre Gegensteuerung und dann komme ich in die Hypoglykämie und dann kriege ich wieder Heißhunger. Also Zucker ist im Grunde ein Teufelskreis des Fressens. Zucker hat kein Stop-Loss-System. Jetzt, ich verlängere jetzt unsere Sendezeit ein bisschen, einfach um jetzt hier diese wissenschaftlichen Darlegungen auch noch runterzubrechen für Normalbürger wie mich, so dass wir es alle verstehen. Also wenn es immer heißt, Salz essen erhöht den Blutdruck, ist das eigentlich wieder ein katastrophales Halbwissen? Denn es ist der Regelkreis, nämlich die Nahrung, die einseitige Nahrung und die Zuckerlastigkeit, das Insulin, der Stress, letztendlich dahinter, wo das erzeugt. Genau, gut. Das ist der Regelkreis. Ist genau Wasser das. In den Beinen, ganz klar, das ist der osmotische Druck ist verkehrt, das heißt wieder die Ernährung und es ist nicht das Salz. Gut. Richtig. Moment, genau. Wir können das regulieren über eine andere Ernährungsweise, kohlenhydratarme Ernährung, fettreiche Ernährung mit guten Proteinen, die anabol hauptsächlich verstoffwechselt werden und nicht immer diese pflanzlichen Proteine, die auch gut sind, aber da brauche ich ja jeden Tag 2 Kilo, um letztendlich genügend Anabolen und nicht Stickstoffabfall zu produzieren, oder? Also wenn man pflanzliche Proteine zum Beispiel mit Bohnen isst, dann bist du der Feind Nummer 1 deiner Nachbarn, ich wenn weiß. Du die ausreichenden Mengen zu dir nimmst. Ne? Genau. Jetzt aber vielleicht noch etwas zum Salz. Ich meine, ich hatte hier mal einen Herrn da vor 2 Jahren, der hat gesagt, er war bei allen Ärzten, ihm ist immer schwindelig, niemand kann ihm was tun, wenn er den Kopf so dreht, sofort schwindelig. Und ich habe eigentlich nichts anderes gewusst, als gedacht, ja gut, ich gebe ihm doch einmal ein bisschen Salz zum Schlecken, mal schauen, wie er reagiert. Und er hat mir gesagt, das ist unfassbar, dass der Schwindel sei weg. Also der hat doch einen ganz deutlichen Elektrolytemangel gehabt aufgrund von einer salzarmen Ernährung, oder? Ja, hier haben wir das Thema Zell-Zell-Kommunikation, Reizweiterleitung, nicht? Dazu braucht es einfach Salz. Und ich würde jetzt nochmal zurückgehen auf das Buch von Dr. Nicantonio, Di Nicantonio, denn er hat nicht nur für Laien das wunderbar aufbereitet, auch für Fachleute interessant, sondern er hat viele, viele Patientenbeispiele, die wirklich nachdenklich stimmen. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Ich bin nicht beteiligt an dem Buch, aber ich kann es nur empfehlen. Es ist sehr schön lesbar. Ein klug geschriebenes Buch von einem Menschen, der schon über 30 Jahre diese Salzforschung betreibt. Gut, ich kenne das Buch, ich habe es gelesen, aber auch zu vieles wieder vergessen. Und ich möchte ja heute dich sprechen lassen für die Zuschauerinnen und nicht mich. Im Salz drin hat sie auch ganz, ganz viele, also nehmen wir ein hochwertiges Himalaya-Salz oder Meersalz. Ein Himalaya hat fast bis zu 90 verschiedene Mineralien drin. Und ist Spurenelemente und Mineralien. Ja. Spurenelemente und Mineralien, und das ist doch sehr wichtig für unseren Körper. Wir brauchen doch das. Ich meine, das Erste, was der Notarzt macht, ist doch meistens eine Kochsalzlösung zu setzen, damit Strom durchs Herz gepumpt wird. Genau. Also kann ich doch sagen, ohne Salz kein Leben, wenig Salz, wenig Energie. Ja, genau.
Energiemangel ist ja auch eins der Symptome einer salzarmen Diät. Jetzt haben Man wir doch, schlurcht halt dann so dahin, nicht? Jetzt haben doch viele ältere Leute irgendwo in Heimen und, da wird doch wahnsinnig stark salzarm gekocht, natürlich sehr kohlenhydratlastig, und nachher gibt es noch ein gutes Stück Torte dazu, und dann sind wir ja eigentlich genau in dieser Sackgasse. Ja, ich muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja auch das letzte Mal in der Sendung differenziert zwischen den unterschiedlichen Salzen. Das zum Beispiel in dem rötlichen Himalaya-Salz ist ja sehr offensichtlich Eisen drin. Das wäre es nicht rot. Im Bergsalz, Bergkristallsalz ist weniger Eisen drin. Aber die Spurenelemente-Anteile insgesamt sind in diesen Salzen sehr ausgewogen und sehr gut. Ich habe auch eine Leserzuschrift gesehen, die gesagt hat, er isst überhaupt kein Salz, aber dafür sehr viele natriumreichen Gemüse. Auch das ist eine Lösung. Mhm. Wenn ich entsprechend gute biologische Lebensmittel habe und diese entsprechend esse, dann brauche ich weniger Salz. Ja, klar. Das ist ganz klar. Ich kann aber auch, wir wissen, die Römer haben bis zu 25 Gramm Salz am Tag gegessen. Die Schweden noch im 19., 20., Anfang des 20. Jahrhunderts, aufgrund der Pökelfischproduktion, haben die bis zu 100 Gramm Salz am Tag gegessen und die waren auch nicht kranker als wir. Mhm. Nicht? Also der Körper hat ein Regulationssystem, um dieses überschüssige Natrioresis, also das ist die Salzausscheidung, das ist die Natriumausscheidung, das reguliert er schon, diese Menge. Also wir können kaum zu viel Salz essen, aber höchstens zu wenig Salz essen, das uns letztendlich in einen Energiemangel versetzt. Richtig, richtig. Mhm. Drum. Und das Problem, das wir sonst einfach so kennen, wo die Schulmedizin häufig sehr sagt, das ist wegen zu viel Salz essen, hat eigentlich mit dem Nichtverständnis der zweiten Phase dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse zu tun, die noch nicht gelehrt werden. Dieses gesamten Regelkreises. Und das ist auch das, worauf Taubes 1998 noch keine Antwort hatte, weil man das AC2 erst im Jahr 2000 entdeckt hat. Aber unabhängig von der Entdeckung hin oder her, diesen Regelkreis der Homöostase ohne das AC2, das predigen wir schon seit 1999, seitdem ich in der Ernährungsberatung tätig bin und entsprechende Proteinmangelerscheinungen mit genau diesem System. Darum habe ich es jetzt vorhin nochmal runtergebrochen auf das Thema Protein, damit man sieht, wie wichtig der kolloidosmotische Druck durch eine angemessene Proteinernährung ist. Mhm. Ne? Und wie der über die kohlenhydratreiche und zuckerreiche Ernährung, wie das endokrine System über Insulin und die Nierensteuerung in die Natriumretention und den Stress und den Blutdruck, die Blutdruckerhöhung eingreift. Wir wussten bis vor wenigen Jahren auch noch nichts vom AC2, aber wir haben nicht in den Regelkreis irregulär eingegriffen, sondern mit einer besseren Ernährung. Klar, ja. Nicht? Ja, nicht mit Inhibitoren, nicht mit Beta-Blockern, nicht mit Hämmern, die Menschen noch kranker machen, als sie ohnehin schon sind. Nochmal, zur akutmedizinischen Unfall- und Notfallmedizin und Regulation gibt es überhaupt keine Frage. Aber in chronischen Erkrankungen hat dieser Schwachsinn nichts verloren. Und das ist meine Meinung, das bleibt meine Meinung. Ich werde diese Meinung und kann diese Meinung auch auf hohem Niveau, wenn es erforderlich ist, in aller Öffentlichkeit verteidigen. Lass mich noch die letzten Worte noch zu diesen Proteinen zu kommen. Weil das ist schon eine wichtige Schlüsselstelle. Und wir hören immer wieder Anabol- und Katabole-Proteine. Und da möchte ich gerne nochmals wissen, auf was sollen die Zuschauer jetzt genau achten? Eigentlich auf Anabole, aufbauende Proteine und nicht Katabole. Nein, das ist ein bisschen falsch verstanden, bitte. Das geht nicht um katabole Proteine, sondern und Anabole, sondern es geht um Anabolismus und Katabolismus. Mhm. Die Proteine unterliegen einem aufbauenden Stoffwechsel und einem abbauenden Stoffwechsel. Und der aufbauende Stoffwechsel, das heißt jene Vorstufen von Proteinen in Form von Aminosäuren, die dem Anabolismus zur Verfügung stehen, die müssen eine hohe anabole Wertigkeit haben. Und wo habe ich die?
Die habe ich zum Beispiel in unserer Aminosäureformel, die wir haben. Nicht? Da habe ich bis zu 99% und mehr anabole Aufbauleistung ohne Stickstoffabbauprodukte. Mhm. Das heißt, sowohl ohne Ammoniak als auch ohne Zucker. Denn Aminosäuren haben ja immer einen Stickstoffanteil, der, wenn er abgebaut wird, zu Stickstoffabbauprodukten, sprich Ammoniak, Ammonium, führt, mhm, und einen Kohlenstoffanteil, das C, mhm, in dem ganzen, mhm, Spiel. Und dieser Kohlenstoffanteil, wenn abgebaut wird, der produziert Zucker oder Ketone. Mhm. Also sind diese Aminosäuren bis zu 99% anabol? Und ja, wie sind denn die im Verhältnis zu Proteinen? Sagen wir mal, wir wissen ja alle, im Spiegelei oder im Ei hat es auch einen Aufbau. Ja. Aber wie ist das, ja, Verhältnis? Ja, das Ei, das Vollei, nicht das Eiklar. Nicht? Das haben die Bodybuilder in den ganzen Jahrzehnten falsch gemacht. Die haben geglaubt, wir tun das Fett raus, fettarmer Schwachsinn. Ne? Ich kenne einige, die heute noch krank sind, aufgrund dieser jahrelangen fettarmen Bodybuilder-Aktionen. Und Ammoniakvergiftung im Hirn. Hä? Ja, das ist das Nächste. Mhm. Ammonium. Ne? Ammonium. Und die haben natürlich dieses Problem, dass sie gedacht haben, Eiweiß, im Ei klar, da ist mehr Eiweiß und das andere ist nur Fett. Das ist aber falsch. Der anabole Wert, das Ei, das ganze Ei, hat den höchsten anabolen, also aufbauenden Wert. Das heißt, beim ganzen Ei stehen von allen Lebensmitteln die meisten Aminosäuren als Vorstufen für die Proteinsynthese zur Verfügung. Und zwar 48%. Mhm. Das ist der beste Wert in allen Lebensmitteln. Dann kommt Fleisch mit 28-36% und weit, weit drunter kommen die pflanzlichen Proteine, die maximal 18% erreichen. Mhm. Und der Rest dieser auf die 100%, wird dann katabol verstoffwechselt. Das heißt, Stickstoffabbauprodukte wie Ammoniak, Ammonium und entsprechend auch Zucker. Mhm. Ja, und als ich das mal vor 15 oder 20 Jahren in einem Studio, in einem großen Fitnessstudio erzählt habe, da ist einer der Bodybuilder aufgestanden und sagte, jetzt ist mir klar, warum wir immer so gestunken haben. Ja, logisch. Ja, mhm, ganz klar. Das ist der Zucker im Darm. Ja. Und auch die Sprache, oder? Wenn man die Leute sieht, sie denken schon ein bisschen anders, sie sind schwerfällig geworden, ein bisschen vergiftet, eben durch das Ammonium. Ja, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen so sagen, denn wenn die Leber und die Nieren in Ordnung sind, dann müsste eigentlich auch der Proteinkonsum 2,2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist ja das, was sie so nehmen. Aber ich denke einfach eher, dass da andere Medikamente im Spiel sind. Ich sag mal im Hochleistungssport, Bodybuilding, viele Steroidhormone und so weiter, die als negativ zu betrachten sind. Aber wie gesagt, Anabolismus, Katabolismus, jedes proteinhaltige Lebensmittel hat einen bestimmten anabolen und einen bestimmten katabolen Anteil. Wie viel Proteine soll denn jetzt ein gesunder Mensch, sagen wir ein 70 Kilo Mensch, ungefähr anabol aufnehmen pro Tag? Ja, das ist das Nächste. Hier wurde nie differenziert oder sehr wenig nur zwischen Alter, Geschlecht, Leistung und Proteinaufnahme. Also hier ist auch ein Paradigmenwechsel im Gange seit 2013 hier auch im deutschsprachigen Raum zwei Ärzte eine Lanze gebrochen haben für einen höheren Proteinkonsum, ausgerichtet am Bedarf. Und ich habe ja in meinen Arbeiten, in meiner Diätbroschüre auch ganz besonders darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen der Körper Hochleistungssport betreibt. All diese Entzündungsmediatoren, diese Heilprozesse erfordern Proteine. Ob das jetzt im Entzündungsbereich zur Abwehr oder dann im antientzündlichen Bereich zum Aufräumen ist, es
ob das jetzt M1-Makrophagen oder M2, das sind alles Peptide, Proteine und die müssen natürlich versorgt werden. Und entsprechend hoch ist der Proteinbedarf, ähnlich dem eines Leistungssportlers. Das heißt, man kann das nicht grundsätzlich verallgemeinern. Der Proteinbedarf ist abhängig von der Lebenssituation. In der Schwangerschaft habe ich einen anderen Proteinbedarf als außerhalb der Schwangerschaft. Schließlich habe ich das werdende Leben noch mitzufüttern als Mutter. Nicht? Und das heißt ja im Volksmund ein Kind, ein Zahn. Nicht? Ja, ich weiß. Ja. Der Volksmund weiß das ja. Und deswegen würde ich das immer individuell beantworten wollen. Das ist jetzt noch nicht befriedigend, natürlich. Ja, bei Tumorpatienten haben wir einen exorbitant steigenden Proteinbedarf, das wegen der akuten Phase-Proteine, die da bei der Abwehr tätig sind. Das haben ja schon mehrere Hochschulprofessoren auch entsprechend publiziert. Professor Holm zum Beispiel in seinem Buch Tumorstoffwechsel. Ja, da ist mir bekannt, dass man da die Aufzehrung eigentlich stoppen kann durch genügend. Eben um die Kachexie und die Auszehrung zu stoppen. Oder dann auch oft die Sarkopenie, also die degenerative Form der Muskeldegenerierung, des Muskelabbaus. Das sind alles Dinge, ich habe ja auch eine Kleinstudie, oder es wurde ja auch eine Kleinstudie gemacht mit unserer Diät, mit meiner Diät. An der Universität, am Klinikum in Schweinfurt. Und da konnte positiv verzeichnet werden, dass bei meiner ketogenen Diät selbst im sensiblen Hals-Nackentumorbereich keine Sarkopenie auftritt und keine Kachexie. Also, wenn man das entsprechend weiß, da braucht es natürlich auch einen Therapeuten oder Arzt, naturheilkundlichen Arzt, der in dem Bereich gut unterwegs ist. Dann muss man das individuell abstimmen, nicht? Gut, ich habe jetzt noch keine Faustregel gehört für einen gesunden, präventiven 70-jährigen Dame oder Herrn. Gibt es da irgendwelche Tabellen, die irgendwo veröffentlicht? Ein gesunder, ich würde sagen 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn er sich ausreichend bewegt und gesund ist, wie gesagt. So, und jetzt haben wir 1,5 Gramm auf 70, das sind 100 Gramm Proteine. Ja, sag mir bitte, wie ein normaler Mensch auf 100 Gramm Proteine kommen sollte, wenn er kein Fleisch isst. Ja, also ich kann nur sagen, die Lacto-Vegetarier, die kommen da noch gut weg, weil sie die Eier haben. Aber auch also da brauchst du schon 3-4 Eier am Tag. Drei, vier Eier am Tag und bitte keine Angst vor Cholesterin. Das haben wir ja auch schon bis zum Erbrechen diskutiert. Das Thema Cholesterin wird völlig falsch verstanden in der Schulmedizin, weil man eigentlich die Statine verkaufen will und nicht die Menschen gesund machen. Und das beste Beispiel, das hatte ich auch erwähnt im letzten Interview, das kann man sehr gut auf Arte Mediathek in dem Film Der große Cholesterin, der große Bluff, kann man sich ansehen, wie jahrzehntelang die Pharmaindustrie, ich möchte schon von Pharma-Mafia sprechen, hier die Ärzte fehlgelenkt hat. Ja. Die zu Statinvertreter, Statinverkaufsvertretern degradiert. Und das ist sehr gut in dem Film Cholesterin, der große Bluff. Und damit habe ich schon vielen, vielen Leuten, die im Alter einen Cholesterinspiegel von 230, 240, 250 oder noch höher hatten, das ist eine Entzündungsreaktion, wenn es keine hereditäre. Wir haben auch schon eine Sendung darüber gemacht, lieber Heinz. Man findet sie bei uns unter die Cholesterinlüge. Hat, glaube ich, auch irgendwie 300.000, 400.000 Aufrufe in der Zwischenzeit schon. Nein, aber nochmals, 100 Gramm Proteine kriegen wir gar nicht hin. Also mit 3-4 Eier, okay, aber ohne Eier und ohne Fleisch, nur mit Gemüse ist es nicht möglich, ohne die Zuführung von Aminosäuren, die anabol verstoffwechselt werden, oder? Ja, genau. Gut. Und das ist das große Problem, das hat man natürlich auch erkannt. Und man man mischt nun zum Beispiel bestimmten Brotsorten
zusätzlich Eiweiße hinzu. Mhm. Das ist die nächste Großkatastrophe. Erstens, das sind meistens Gluteneiweiße. Klar. Und zweitens, das Thema, die anabole Qualität verändert sich dadurch nicht. Nicht? Ich habe dann noch mehr Stickstoffabbaugifte. Ja. Ich habe dann noch mehr Zucker. Ja. Ich habe dann noch mehr Probleme in der Abbauleistung. Noch mehr Ammonium im Körper, ja, ja. Eins zum anderen, ja, ja. Ist der falsche Ansatz. Ja, das ist ein Teufelskreis. Den kann man nicht entfliehen, es sei denn, man nimmt, wie Freunde von mir sagen, Astronautennahrung zu sich. Ja, wie jetzt zum Beispiel die Aminosäuren vorne, die wir haben. Ja. Weißt du, Heinz, eins wundert mich irgendwie, je mehr ich erlerne hier als Moderator, desto mehr sehe ich auch, dass eigentlich nichts einfach so entstanden ist zum Wohle der Menschheit, sondern es ist einfach so ausgerichtet, dass eine hohe Wirtschaftlichkeit dahinter hat. Und wir Menschen haben, wir glauben alles. Genau, für bestimmte Sektoren. Und das ist der chemisch-pharmazeutisch-medizinische Apparat, der zusammen mit dem militärischen Apparat hier einen Großkampf gegen die Menschheit durchzuführen scheint. Das muss man einfach so sagen. Nicht? Übrigens, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich meine Folien als PDF zur Verfügung stelle, dann können die Leute sich diesen Regelkreis nochmal zu Hause, können wir ja mit du, die sehen das in diesem Film drin, so wie ich es jetzt auch gesehen habe, 1:1 und auf YouTube geht's dann nicht. Aber ich bin da soweit mal zufrieden. Wenn Sie Fragen haben, können wir Sie ja YouTube-Kommentare machen oder dich direkt anschreiben. Ich sage speziell, viele Ärzte und Heilpraktiker, die zuschauen, sind sicherlich hier, haben Sie heute sicherlich eine Weiterbildungsvorlesung gehört. Ich hier auch mal wieder. Und ich bin auch sehr dankbar darüber, lieber Heinz. Danke für diese Lehrstunde. Das können die über meine Homepage. Ich habe ja eine eigene Science-Homepage, www.drreinwald.science, also S-C-I-N-E-N-C-E. Ja. Und da können die mich auch persönlich kontaktieren. Perfekt, wunderbar. Und da lebe ich mein Ketzer-Dasein völlig aus. Super. Ja, ja, es braucht Menschen wie du, die die Wahrheit, also, oder sagen wir mal so, eine andere Sichtweise auf die Dinge spiegeln und uns anregen, unsere eigene Sichtweise zu hinterfragen. Genau das brauchen wir. Danke, Heinz. Ja, und Ihnen auch, bitte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gesehen, wir haben mit einfachen Fragen angefangen, Salz gesund oder nicht gesund. Und die Antwort war eine 40-minütige Vorlesung, die uns zeigt, dass das überhaupt nicht das Thema ist dahinter, sondern dass es hier um ganz andere Regulationsfähigkeiten des Körpers geht, dass man heute eigentlich ganz verstehen könnte, wenn wir es auch machen würden. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir ganz viel mit nach Hause nehmen, ganz viel Wissen mitnehmen und dankbar sein gegenüber unserem Gast, dem Dr. Heinz Reinwald. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.